Und im Übrigen sieht es, naja, der Punkt ist nur, Herr Fiedler, es sieht im Zweifel aus, als würden wir uns wegducken. Und ich glaube, das können wir uns nicht leisten. Und das will sich sicherlich auch die Landesregierung nicht leisten. Und dann stehen natürlich die Zitate im Raum, die auch dafür sorgen, dass man eben das Ganze hinterfragt. Hans-Christian Ströbele haben Sie vorhin zitiert, unmöglich ist beim Geheimdienst nichts. In der Tat, unmöglich ist nichts, denn lassen Sie uns alles dran setzen, alles möglich zu machen, um zu schauen, was beim Geheimdienst unmöglich ist. Deswegen fordern wir auch über die Ländergrenzen hinweg ein zentral geführtes Register für Rechtsextreme. Aber glauben Sie mir, ganz sicherlich nicht unter der Ägide des Bundesverfassungsschutzes. Auch das Vertrauen ist weg. Das muss unabhängig, eine unabhängige Dokumentationsstelle muss es geben. Dann kann man nämlich viel besser arbeiten. Dann kann man frühzeitig rechtsextreme Tendenzen erkennen und kann endlich mit diesem an dieser Stelle völlig bornierten Föderalismus aufhören, der sozusagen dafür sorgt, dass man über Länder hinweg nicht vernünftig miteinander kooperiert. Was bringt uns das denn? So werden wir dem Problem niemals Herr. Der vierte Punkt, Stärkung der zivilgesellschaftlichen Akteure. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Losung muss sein, mehr Demokratie. Wir wissen es, der Thüringen-Monitor und auch die Studie Rechtsextremismus und politische Entfremdung in Thüringen aus dem Jahr 2010. Wenn wir diese junge Demokratie konsolidieren wollen, dann brauchen wir eben nicht nur die demokratische Verfassungsordnung, die wir ohne Zweifel haben, sondern auch Akzeptanz und Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger hier. Und gerade jene müssen wir einwerben, müssen wir einfordern. Und da gehört die Unterstützung unsererseits der zivilgesellschaftlichen Akteure dazu. Da muss man miteinander reden, miteinander ins Gespräch kommen. Und das gelingt übrigens auch, wenn man, und das ist unser Vorschlag, auch jetzt diesen Anlass tatsächlich sich vor Augen führt und sagt, wir wollen konkret mehr in Opferunterstützung investieren. Diese Idee, das ist kein Aktionismus, ist wichtig, um denjenigen, die seit vielen, vielen Jahren in den ländlichen Regionen, wo es besonders akut ist, oder auch an anderen Stellen, in den Städten vor Ort sind und versuchen zu erkennen, wo rechtsextreme Tendenzen sind. Lassen Sie uns diejenigen unterstützen, sowohl indem wir noch viel mehr mit ihnen reden, als auch indem wir ihre Arbeit wertschätzen und da finanziell genug zur Verfügung stellen. Und ich sagte es, länderübergreifendes Engagement, miteinander kooperieren statt konkurrieren, ist natürlich für die Stärkung unserer Demokratie und den Kampf gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit wichtig. Und das findet doch, das wissen Sie doch ganz genau, zuallererst in Vereinen, Initiativen und Verbänden auf kommunaler Ebene statt. Das sind übrigens diejenigen, die sich jetzt damit beschäftigen müssen, die von der Bundesregierung initiierte Extremismusklausel auch noch bürokratisch über sich ergehen zu lassen. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, als Landesregierung zu sagen, wir wollen die zivilgesellschaftlichen Akteure stärken und nicht schwächen. Und deswegen machen wir Schluss mit der Extremismusklausel. Und zum Schluss, wir brauchen auch eine Bildungsoffensive. Wir kommen nicht daran vorbei. Die drei Täter, wenn Sie sich deren Sozialprofil angucken, die kommen zumindest zum Teil aus gut situierten Elternhäusern und schlossen sich als Jugendliche anderen rechtsextremen Kameraden an. Da kann man jetzt einfach drüber weggehen. Aber ich meine, Sie wissen doch so gut wie ich, dass die Rattenfänger der NPD in der Kameradschaften auch heute, jetzt in diesem Moment, auf Nachwuchssuche in Thüringen sind. Das ist doch nicht vorbei. Also lassen Sie uns überlegen, wie man dem beikommt, bevor Sie auf dem nächsten Schulhof stehen, damit anfangen, CDs zu verteilen und dann noch ganz andere Dinge passieren. Demokratisch handeln und Projekte, die es gibt, auch im Rahmen des Landesprogrammes für Demokratie, muss man nicht nur wertschätzen, man muss sie auch anders unterstützen. Und lassen Sie mich zum Schluss noch ein persönliches Wort sagen. Natürlich ist Thüringen ein weltoffenes Land, übrigens genauso wie die Stadt Jena eine weltoffene Stadt ist. Der Economist hat 1996 geschrieben, if you seek paradise, go to Jena. The city of Jena provides a fantastic glimpse of the way Germany could be going. Ein wunderbarer Ausschnitt dessen, wie Deutschland sein kann, findet man auch in Jena. Diese Stadt ist weltoffen, sie ist kreativ, sie ist tolerant, sie hat ein wunderbares Potenzial dafür, miteinander gut unterwegs zu sein, Kultur zu erfahren. Jena ist eine weltoffene Stadt, wie Thüringen genauso weltoffen ist. Lassen Sie uns alles daran setzen, dass das, was im Augenblick hier aufzuarbeiten ist, dafür sorgt, nicht dafür sorgt, dass man nicht mehr gerne nach Thüringen kommt, sondern dass man im Gegenteil anders das Bundesland in Erinnerung behält. Ich glaube, unsere Pflicht ist es, dafür zu werben und zu zeigen, dass dies ein sehr lebenswertes, ein schönes, ein tolerantes Land ist. Wenn wir das gemeinsam schaffen in den kommenden Wochen und Monaten, ist viel gewonnen. Vielen Dank.
Ich habe jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr aus den Fraktionen. Aus jeder Fraktion hat ja jemand gesprochen. Und für die Landesregierung bitte Herr Innenminister Geibert.